Ja, also das ist halt mein Talent. Auf einer Distanz von 10 Minuten bis 15 Minuten kann ich mich absolut verausgaben. Und ja, ich bin glücklich, dass ich heute auch meine Bestzeit nochmal mit 30 Sekunden unterboten habe. Was muss ich machen, um den Kurschat zu knacken? Bei so einem Bergzeitfahren muss man über eine Distanz von 10 Minuten ja maximalen Leistung auf dem Pedal haben. Und das erreiche ich natürlich nicht, indem ich nur Ausdauertraining mache. Man muss halt auch wirklich Krafttraining machen, damit ich überhaupt muskulär die Voraussetzungen habe, um diese hohen Wattleistungen zu treten. Und dann brauche ich eine hohe maximale Sauerstoffaufnahme. Die kann man sehr gut durch Lauftraining trainieren, durch Laufintervalle. Wenn man dann auch noch auf dem Rad gezieltes Intervalltraining macht, was natürlich dann auch kürzer sein sollte als die Distanz, die man beim Bergzeitfahren anschlägt. Also es macht jetzt keinen Sinn, für einen 10 Minuten Bergzeitfahren 20 Minuten Intervalle am Berg zu trainieren. Und wenn man dann immer abwechselt, so 30 Sekunden sitzen, 10 Sekunden stehen, dann kann ich also wirklich aus meinem Körper, das, was ich an dem Tag an Energie drin habe, kann ich eigentlich dann auch relativ gut alles mobilisieren. Wenn ich jetzt nur im Sitzen hochfahren würde, würde ich meine maximalen Wattleistungen gar nicht zusammenbringen. Das Mountainbike-Setup für Riva ist genau das Setup, wie ich auch bei einem Weltcuprennen an den Start gehen würde. Und beim Rennen muss man dann einfach, ja, muss alles zusammenpassen. Dann muss ich einfach sagen, jetzt fahre ich so schnell, wie ich sonst immer die 2 Minuten gefahren bin, und muss aber die Zähne zusammenbeißen, dass ich es halt 10 Minuten schaffe.